Hallo, liebe Freunde der Ostfahrzeuggeschichte. Hier ist Gerrit von Genex. Ich will heute euch mal was Besonderes zeigen. Und zwar ein BMW 318i, Baujahr 88. Das Besondere an dem, viele wissen es vielleicht gar nicht, es war ein Fahrzeug aus dem Genex-Katalog, was man für rund 31.000 DM kaufen konnte. Ich kann mich selbst noch als Kind, Jugendlicher daran erinnern, wie einige Fahrzeuge im Hotel Metropol auf dem Dachparkplatz standen, meistens in Grundfarben weiß, blau und rot. Und ja, dieses Fahrzeug wurde nach Magdeburg ausgeliefert. Und befindet sich wirklich im Jahreswagenzustand. Kann man nicht anders sagen. Hier sehen wir wieder die Schmutzfänger, ne, die in der DDR Pflicht waren. Sieht ein bisschen komisch aus hier am BMW, aber musste sein. Ne, das Kennzeichen HM, sagte mir jemand, war in Magdeburg und Umgebung üblich für Genex-Fahrzeuge, außer Trabant, da war es nicht so. Alle anderen hatten bei Genex-Bestellungen HM bekommen. So, schauen wir mal rein. So, Blick nach innen in das tolle, zum Fahrer geneigte Armaturenbrett. Hat mich damals, wo er rauskam, 1982, extrem fasziniert, fand ich wirklich toll. Und das war auch dann, wo ich 18 wurde, 1990. Ja, mein erstes Auto gewesen, ne? BMW 318i, Baujahr 85, noch mit Chromstoßstangen. Das ist hier schon das modifizierte Modell mit den Plastikstoßstangen und den großen Rückleuchten. Die kamen ab September 87. Auch ab 88 dann dieser Motor, M40, Zahnriemenmotor mit 1,8 Liter Hubraum und 113 PS. Schauen wir uns gleich mal an. Ja, Blick in den Motorraum. Zahnriemenmotor. Ja, die Zahnriemenintervalle waren dann 40.000 Kilometer, hatte man runtergesetzt, weil sie sehr viel gerissen waren. Also hier muss man immer aufpassen, sozusagen. Auch vorn, ne, die DE-Scheinwerfer war damals ein Highlight. Das hatten damals noch nicht so viele. Ja, viele von euch fragen sich sicherlich, wie wurde so ein Auto gewartet in der DDR? Ja. Fahrzeuge, die über den Genex-Katalog bestellt werden konnten, hatten immer Werkstätten, die darauf spezialisiert waren auf das jeweilige Modell. Und die Ersatzteilversorgung war teilweise in D-Mark und die Arbeitsleistung in Ostmark oder komplett alles in Ostmark. Ja. Das hing von dem jeweiligen Typ ab und wie viele Fahrzeuge eingeführt worden sind. Von dem BMW wurden ungefähr 80 Stück eingeführt, zwischen 88 und 89. Und hier haben wir einen BMW Servicebetrieb. Das war eine Trabantwerkstatt, der auch die BMWs reparierte. Und das ist jetzt ein großes BMW-Autohaus mittlerweile. Hier haben wir auch noch, viele kennen es von euch, Blaupunkt. Lizenzradio, RFT, Greifenstein. Das kam damals 1900 Mark. War ein Highlight gewesen, also Ostmark. Und ist hier sicherlich 88, 89 nachgerüstet worden. Hier auch nochmal ein Blick auf die Historie sozusagen. Von der Steuerkarte bis zu Genex-Unterlagen ist hier wirklich alles dabei. Alle Rechnungen, also wirklich Wahnsinn. Seht ihr auf den Bildern, die ich euch gleich einblende, mal im Einzelnen.
Hier nochmal ein kleiner Blick in den Kofferraum. War auch recht groß und ja, so DDR-typisch, wenn man ein paar Aufkleber hatte, hat man die gerne ins Auto gemacht. Aufkleber aus dem Westen, ne? Das war schon ein Highlight. So, machen wir mal eine kleine Probefahrt. Nicht wundern, die Temperaturanzeige steht auf heiß und Drehzahlmesser geht nicht, aber das hängt mit dem Service-Intervallanzeige an, oder hängt damit zusammen, weil das waren Batterien gewesen und die hatten eigentlich nur eine Lebenszeit von 15 Jahren und das Auto ist ja nun deutlich älter, da muss man halt die Batterien wechseln, was ein bisschen aufwendig ist und dann funktioniert das auch wieder. Also fahren wir mal eine Runde. Sagen, der fährt sich wirklich knackig wie am ersten Tag. Ich hatte ab 1990, während meiner Lehre, die bis 1994 ging, ja, nebenbei mit Autos gehandelt und war da so ein bisschen BMW-Spezialist, auch die 20 Jahre danach. Deswegen kann ich das noch so ein bisschen beurteilen und kenne mich da auch ganz gut aus. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bestimmt bald wieder bei irgendeinem anderen Highlight. Bis dann, ciao.